Willkommen zurück zum hoffentlich Multiplayer. Wir landen in Rostlande auf der Erde und lassen uns jetzt von anderen Spielern in der Alpha von Destiny mal richtig krass in den Tod schießen. Jetzt Denn warte die doch mal können das ab. bestimmt schon besser. Die Die haben es schaffst du geübt. schon. Ah, nee, das fühlte sich schon vorhin nicht so an, als würde ich da jetzt sonderlich klarkommen mit. Control. So, wir sind Team Team Bravo. Bravo. Also ein Bravo Banner. Team. Nimm Zonen ein, Geil. eliminiere gegnerische Spieler. Das ist zumindest ein überschaubares Missionsziel. Fight, Guardians. Capture all zones. Also wir sind wohl die Blauen. Guck mal ganz kurz. Welches ist denn nochmal das Automatikgewehr? Ist richtig, ne? Und hier haben wir das Fusionsgewehr. So. Schon geht's los. Haha, da fliegt schon der Erste. Enemy captured, Zone A. Da versucht gerade schon einer den ja. Punkt einzunehmen. Pass auf! Hä, was ist denn? Enemy captured, Zone C. Mann, das ist gerade nicht geschossen, das Scheißding. Hast du gesehen? Ist gar nichts passiert. Doch, einmal hat er schon geschossen. Warte, ich muss, glaube ich, mal kurz die Waffe irgendwo anders mal kurz ausprobieren. Moment. Ach so, ach du Scheiße. Da treffe ich doch nie einen mit. Neutralized. Aber wenn, dann richtig. Boah, das ist aber. Zone A neutralized. Okay. Zone C secure. Gained the lead. So. Habe ich dann noch meine Sprungfähigkeit? Ah ja, das Düsen habe ich noch, okay. Ich lade auch meinen Super, glaube ich, ganz, ganz langsam auf. Theoretisch geht's aber. Hier gibt's Munition. Dann versuch doch mal so einen Kontrollpunkt einzunehmen. Da war gerade einer in der Nähe. Oh, warte mal, Spezialmunition. Was habe ich jetzt? Hast du irgendwie erkannt, was ich habe? Nö. Nö, okay. Wo ist denn. Wo hast du jetzt einen Punkt gesehen? Hier, der C. Ne, Punkt A warst du gerade mal kurz. Zone C lost. Aber um Punkt C wird gekämpft. Enemy captured Zone C. Ja, die Mitspieler machen das schon gar nicht so schlecht. Also wenn ich nicht komplett durch. Wunderschöner Seitenhieb. Deine Mitspieler. Ja, nee, also momentan kommt der ohne dich dazu zurecht. Ja. Das ist nicht Geld. Bring ich da gerade irgendwas durcheinander? Wir führen, oder? Bis Zone C du führst. Neutralized. Wie? Oder sind das die Gegner, die unten rechts, die mehr Kontrolle haben? Zone C, secure. Nee, Bravo war unser Zeichen. Das ist tatsächlich unser Zeichen. Ich folge mal den Kollegen hier. So. Keine Sorge, die für alle, die jetzt vielleicht gucken und sich sagen, oh, ich will aber gar nicht so Multiplayer-Zeug. Wir werden auch das andere noch ausprobieren und bestimmt auch irgendwie noch so einen anderen Kampf sehen. Außerdem, im Notfall gab es auch noch eine Sendung mit Michi und Tobi. Die haben auf jeden Fall mal so einen Kampf gehabt, wo sie gegen einen Roboter, so ein riesen Roboter-Insekt gekämpft haben. Einen riesen Käfer. Ja, alles unter Kontrolle. Heavy Ammo available. Alle Punkte unter Kontrolle. Ach, guck mal, da sind die anderen angezeigt. Okay. Zone C lost. Ah, da wird gekämpft drum. Enemy captured Zone C. Und wie das innerhalb der Story verankert ist, weißt du das? Ob jetzt diese Hüter, ob die in zwei Lager gespalten sind, die sich dann. Ja, warte mal, das ist ja unser. Um irgendwelche Dinge streiten oder wie wird das erklärt? Läuft. Oha. Treffer. Ich habe echt ein bisschen Probleme damit zu erkennen, welcher ist jetzt ein Feind und welcher nicht. Also ja, farblich können sie ja alle gleich aussehen. Das ist fein. Ah, boah, schade. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Aber ich bin auch schlecht in solchen Sachen, immer so eine Sachen zu erkennen. Ne, Entschuldigung, was? Wie das innerhalb der Story verankert ist, diese PvP-Matches. Das weiß ich nicht. Warum sich die Hüter gegenseitig bekämpfen. Es könnte natürlich auch sein, dass es so dieses typische, naja, das ist für unser Training. Das ist
naja. Virtual Reality mäßig ist, so ähnlich wie es bei Halo ja auch ist. Da ist es ja, zumindest jetzt mit Halo 4 haben sie das ja eingeführt, dass der Infinity eine Virtual Reality Umgebung ist, in der du da kämpfst. Enemy captured Zone B. Wir folgen jetzt einfach mal. Ich mach das immer falsch mit diesem Beschleunigungssprung. Du musst dann tatsächlich noch ein zweites Mal drücken. Und man hat tatsächlich im Flug nicht viel Kontrolle drüber. Gerade noch. Da ist man es aus Halo ein bisschen mehr gewohnt, dass man, wenn man dann schwebt, tatsächlich nochmal richtig schön in alle Richtungen sich bewegen kann. Das geht hier so nicht. Also, wenn du erstmal eine gewisse, ein gewisses Momentum drauf hast, dann kommst du da nicht mehr raus. Super bereit. Mal sehen, wie wir damit überraschen werden. Super Grafik, super Steuerung, super bereit. Enemy captured Zone C. Das war zwar knapp, aber es hat halbwegs funktioniert. Also Team Alpha ist aber ganz schön schwach. Und dabei bin ich in Team Beta. Was ist da los? Ah nein, da hinten sind sie. Vielleicht sind sie fair verteilt? Nee. Nee, war nicht? Ich glaube, ihr seid einer mehr. Sag mal. Ja. Oder die haben schon vor Angst die Waffen gestreckt, als sie gesehen haben, wer hier mitspielt. Das glaube ich weniger. Schussberatung. Neutralisierung. New neutralized Zone C. Gibt auch Punkte, klassisch. Oh, da hinten sind sie bei B. Zone B lost. Zone C. Was war dann das Blaue secure. Gerade wohl? Zone A lost. Aber TeamSpeak ist gar nicht, oder? Also, wir hören jetzt keinen oder das benutzt keiner. Your strategy is working. Maintain control. Ich finde ja, diese Ansagen, die da aus dem Fernseher jetzt momentan kommen, finde ich, das wären wieder eigentlich coole Sachen, die aus dem Gamepad kommen könnten. Ja. Vor allem, wenn man schon so einen elektrischen Begleiter hat, der spricht. Ja. Zone A neutralized. Vielleicht machen sie es ja noch. Ja. Enemy captured Zone B. Zone A secure. Ah, nicht gereicht. Wow, wir waren. Was war denn das? Netter grade? Abgang. Was war denn das gerade gewesen? Hat er sich irgendwie getan oder habe ich einfach nicht gesehen? Wir schieben es natürlich drauf, dass die ja. Die haben ja ganz andere Superfähigkeiten. Okay, Level 9. Oh, guck mal, Super ist bereit. Ah, Moment. Ja. Bam. Im Notfall geht's immer mit Super. Zone B neutralized. Zone A lost. Heavy ammo inbound. Man, das ist mit dem Schweben ist gar nicht so eine gute Idee. Weil, also zumindest so weit, wie ich es jetzt von der Steuerung verstanden habe, man hängt einfach noch lange in der Luft. Also geht nicht einfach runter, sondern er schwebt dann einfach weiter, bis das Schweben verbraucht ist. So, das heißt, wenn du die Taste loslässt, dann fällt er nicht zu Boden, nee, sondern braucht man so, du hängst dann echt so ein bisschen so, was machst du denn jetzt, was sollst du denn jetzt? Lass es. Wie war das, du kannst es nicht? Du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Lass es sein. Naja, aber sieht doch ganz gut aus. Ich kann es mal versuchen, oder? Knapper Vorsprung. So, jetzt lasse ich die Taste mal los und er fliegt einfach weiter. Ah, er schwebt einfach, er fällt jetzt nicht zu Boden. Du kannst auch nicht mal die Richtung ändern, oder? Ich kann nur sehr schwerlich die Richtung ändern. Dann machen wir es mal nochmal. So, jetzt drehe ich mich mal dahin. Wisst ihr? Ja. Ich habe jetzt voll dagegen gedrückt und da passiert nicht viel. Also das ist wirklich so ein nicht so einfache Sache. Da zahlt man eventuell einen ziemlichen Preis dafür, dass man so einen kleinen Schub noch drin hat. Wieder bei B. Versuchen es aber auch immer bei B. Ich habe immer das Gefühl, da hinten steht einer. Dieser komische Schatten. Zone B lost. Ich sehe schon Sachen. Ich bin schon bekloppt. So.
Dann schnappt ihr doch mal ein B. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wie das jetzt natürlich auch so ist mit dem Balancing, weil wenn die irgendwie alle so von levelmäßig höher sind und dadurch ja auch deutlich bessere Rüstungspunkte haben und deutlich besser ausgestattet, dann können die ja nicht alle zusammen spielen. Zone B, secure. Ich weiß auch noch nicht, was die Dings sind, die. Enemy captured Zone A. Läuft aber so für eine Alpha ganz schön rund, oder? Also, du, das muss aber auch rund laufen. Ja, überleg mal, wann das rauskommt. Ja, ein Vierteljahr. Ja. Offiziell. Ja. Das werden wir erst noch sehen. Ja, ich glaube schon, dass sie sich da dran halten werden. Weil das, ich glaube, da ist Activision schon echt dahinter, dass sie diesen Plan einhalten, den sie da haben. Das. Ich weiß gar nicht, haben die Halo-Spiele eine große Vergangenheit von Verschiebungen so richtig? Wenn sie mal gesagt haben, wann sie kommen, kamen sie doch auch durchaus, oder? Ja. Also das erste natürlich, das hat sich ewig gezogen. Ich meine, Halo 2 wäre verschoben worden, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und wenn, dann nicht spektakulär viel oder spektakulär lang. Haben wir 5 Kills gemacht? Aha. Noch ein Spiel? Nö, ich würde sagen, zurück zum Arbeiten. Ja, haben wir jetzt auch gesehen. Also das war der PvP, klassisches. Bei mir darf man sich sowas nicht angucken, das geht nach hinten los. Gerade in einem Spiel, was ich jetzt nicht kenne. Mir könnte es ehrlich gesagt ein Tick schneller noch sein, was die Laufgeschwindigkeiten angeht. Vielleicht kommt es ja noch, vielleicht kann man seinen Charakter ja dann noch ein bisschen pimpen. Vielleicht ist auch der Jäger zum Beispiel ein bisschen schneller. Vielleicht gehen wir da nochmal hin zurück, aber jetzt gucken wir erstmal, was wir hier noch machen können. Und zwar. Ah ne, das wäre dann Mission, oder? Auswählen. So. Genau, da gibt es jetzt zwei. Das Kosmodrom für Level 4 oder Level 6 Strike Hülle der Teufel. Dann machen wir doch erstmal den hier. Hier Koop für 1 bis 3 Spieler. Und der drüber geht nochmal zur Hülle der Teufel. Ah, Spielersuche PlayStation Plus erforderlich. Okay. Naja, dann. Aber scheinen wir ja zu haben. Weil sonst hätten wir ja gerade nicht Multiplayer machen. Ja, aber dann doch erstmal den drunter, oder? Weil der ist wahrscheinlich noch eine Nummer zu groß für dich. Die Nummer 6. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen ja erstmal ein bisschen aufleveln. Vor allem ab Level 5 können wir dann auch eine neue Waffe benutzen. So langsam schneide ich auch die Oberfläche so ein bisschen. Wie das funktionieren soll. Was jetzt natürlich total ein bisschen fehlt, ist die ganze Einführung. Also, dass du erstmal reinkommst und dir gesagt wird, hier, das ist unsere Welt, das ist deine Aufgabe, der bist du. Und das ist übrigens unsere Lore. Aber das wird ja im anderen Rahmen stattfinden. Es gibt auf jeden Fall eine Beta. Die wird kommen. Es gibt Gerüchte darüber, dass es eine Open Alpha geben könnte. Das könnte dann die Version hier sein. Aber da gibt es keine Termine, kein Nichts. Wissen wir auch noch nichts. Vor allem müssten sie dann damit langsam aber auch mal aus dem Quark kommen. Weil ja, also wenn, dann kann das ratzfatz gehen. Es sind jetzt noch den Zeitpunkt, wo wir das hier aufzeichnen, genau, sind es noch 3 Monate bis zum Release, bis zum geplanten Release. Alright, this time we go wherever we want. Nothing holding. Kann mir auch vorstellen, gut, wenn ihr das jetzt hört, dann wissen wir das jetzt schon, aber das ist für die. We find them. We can help. Sag mal, für eine übersichtliche Beta schaut es wieder die gleiche Gegend. Ich wollte gerade sagen, sind wir jetzt. Das ist da vielleicht schon kurz nach der E3 losgeht damit. Nee, du hast genau das ausgewählt. Finde mit dem NAV-Modus Leuchtsignale und erhalte Missionen vom Turm. Missionen verfügbar. Da hinten ist zum Beispiel, hinten links ist eine Mission. Wo hast du das jetzt gesehen? Da, genau. 49 Meter. Die Richtung. Jetzt will ich aber erstmal hier die Waffe ausprobieren. Tja, das funktioniert. Oh. Die gefällt mir. Nicht im Multiplayer, da treffe ich ja niemanden. Aber hier habe ich mich richtig entschieden. Vaporisiert die Gegner einfach. Geil. Da fehlt ja bloß noch das Level ab, um dann die nächste auszuprobieren. Ich kann mal, warte mal, hier habe ich das Gewehr. Dann nehmen wir jetzt auch mal eine andere Waffe, damit ihr mal ein bisschen was anderes seht. Dann nehmen wir jetzt mal den Revolver, den hatten wir noch gar nicht. Zack. Das ist ja auch so ein Bungie-Klassiker, dass du halt eine Revolver-ähnliche Waffe hast, die halt richtig, richtig viel weghaut. Moment, hier war der. Wo waren das nochmal? Das Touchpad runterdrücken. Ach, schau mal, da sind gleich mehrere. Da hinten ist irgendwas mit einem Kompass. Da ist ein Zelt. Hier ist eine kleine Geschichte. Wow, da ist ja jede Menge zu entdecken. Das ist ja cool. Mission annehmen, okay. Boah, da haben wir noch Guardians, was zu erleben. There are some machines in this area that could prove vital to our future efforts.
Extract when you can. Analyse übertragen. Aha. Treibstoffprobe aus dem goldenen Zeitalter. Aha. Ach so, da ergeben sich dann quasi lauter so kleine Missionen innerhalb von so einer Welt. Also das ist eine größere Gegend und in der kann man sich frei bewegen und da und dort Quests annehmen und dann auch in der Welt lösen. Ist also nicht alles total linear, wo man da landet. Das heißt, aber hat schon was los in der Gegend. Oh cool, hast gesehen, wie er das, der da die ganze Trommel reinsetzt, neu. Energietrommel. Oh, ist aber ganz nett, dass sie sich hier so ein bisschen verstecken. Mir fehlt's ja fast ein bisschen, weil ich es jetzt in Wolfenstein so hab lieben lernen, das Ego-Shooter-Deckungssystem, oder gab's ja jetzt auch in letzter Zeit in vielen anderen Spielen, in Call of Duty Ghosts hat's auch gehabt, aber bei Wolfenstein macht's irgendwie richtig Spaß. Ich fänd's gar nicht so schlecht, wenn es das drin hätte. Vielleicht sogar mit so einem, wo du lang musst? Ja, hier oben rein. Vielleicht sogar mit so einem System wie damals bei Rainbow Six. Das fand ich war immer noch eines der coolsten Deckungssysteme, weil du ja aus dem. Du hast normalerweise im Ego-Shooter gespielt. Mhm. Und wenn du in Deckung gegangen bist, ist die Kamera raus in die Third Person und du hast dann da. Ach, schau mal, so schnell kommen die nach. War bei Deus Ex Human Revolution ja auch so. Genau. Dass das ganze Schleichen an Deckungen in der Third Person funktioniert hat und das Spiel in Ego-Sicht war und das Umschalten hat immer super funktioniert so. Hätte ruhig zum Standard werden können. Fände ich halt hier so schön, weil du ja halt auch ständig andere Rüstung hast. Ja. Enigma Brand. Oh, was ist hier? Ach, schau mal, da haben sie noch vom Aufstieg in die Wolken geträumt. Im goldenen Zeitalter. Das scheint hier aber eindeutig vorbei zu sein. Oh ja. Cool. Oh, und auch mal einen eigenen Schatten drin. Das ist doch nett. Level up. Und Level 5. Das heißt, wir können gleich, sobald wir hier ein bisschen aufgeräumt haben, eine andere Waffe auswählen. Aber bevor wir das mal... Und Upgrade haben wir freigeschaltet. Wahnsinn. Jetzt geht's voll und ab. Was wäre ich für ein guter Mensch, wenn ich jetzt sagen würde, wir machen sofort alles und probieren alles aus, aber ich bin kein guter Mensch, also machen wir eine Pause und sehen uns in der nächsten Folge. Juhu. Und ich darf alles ausprobieren. Haha, bis dann. Tschüss.